Wenn Europapolitik auf Jugend trifft, ist das nicht immer ganz harmonisch. Deutlich anders war das heute Morgen am Gymnasium Sonthofen. Die Schüler der 12. Klassen, Leistungskurs Geschichte und Sozialkunde, waren nicht nur interessiert, sondern vorbereitet. Und sie stellten viele Fragen an Klaus Hensch. Wie sieht der Alltag eines Europaabgeordneten aus? Oder soll die Türkei in die EU? Aber auch die aktuellen Probleme wurden notiert. Natürlich das Milliardenrettungspaket für Griechenland. Wie schwierig ist es, aber wie wichtig ist es auch, gerade den Jugendlichen die Krise, die die EU derzeit hat, die Finanzkrise, zu erklären? Es ist außerordentlich wichtig, weil diese Jugendlichen ja in wenigen Jahren mitbestimmen werden, wie in Europa Politik gemacht werden, unter anderem durch Wahlen zum Europäischen Parlament. Also wichtig ist das, aber es ist nicht so schwer, weil es eigentlich nur darauf ankommt, dass man das, was man weiß, sehr klar und sehr einfach darstellt, nicht drumherum redet, nicht versucht zu verschleiern, sondern schlichtweg die Fakten so hinstellt, wie sie nun mal sind, und dann deutlich macht, dass es die Möglichkeit gibt, damit fertig zu werden. Der SPD-Mann Klaus Hensch verteidigte die von der Bundesregierung bereitgestellten Griechenmilliarden und spricht sich für eine privilegierte Partnerschaft der Türkei, also gegen einen Beitritt des Landes aus. Auch eher eine CDU-Position. Aber der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments hat seine Standpunkte und er kann sie erklären, auch den Jugendlichen. Erfahrung hat er ja, 30 Jahre lang war Klaus Hensch Europaabgeordneter. Die heutige Krise seiner EU sei schwer, aber sie sei zu meistern. Ich glaube, dass sie bestanden werden kann und bestanden werden wird. Wir müssen uns wehren gegen die Gefahr eines Flächenbrandes. Aber die Anzeichen deuten im Augenblick darauf hin, dass diese Gefahr gebannt werden kann. Ich habe gerade in der Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern deutlich gemacht, dass die eigentliche Gefahr immer noch die Folgen der Weltfinanzkrise ist. Liegen. Die Weltfinanzkrise und die Aufblähung des Finanzvolumens überall in der Welt, die Inflationsgefahren sind dort größer als durch Griechenland. Am Ende hören die tatsächlich gespannt lauschenden Schüler einen Appell für Europa. Trotz aller Schwierigkeiten müsse die EU gestärkt und vor allem zusammengehalten werden, so Klaus Hensch. Das sei im Interesse der Bundesrepublik. Denn ohne die Europäische Union wären die politischen und wirtschaftlichen Probleme noch weitaus schlimmer.